Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar. Wir haben fast alles eingenommen, aber ich habe vergessen, dass die Rodox haben hier eine Burg eingenommen. Die kann aber nicht sehr schwer bewacht sein, deswegen machen wir die mal kurz platt. Ohne Unterstützung sollten wir das ja wohl schaffen. Likala wurde von Graf Gregor König Ron. Oh, das gibt's ja nicht. Machen wir hier schnell Vision Kur platt. Was ist denn da drin? 96. Ah, Mann, ey. Wehe, ihr schafft das nicht zu halten. Aber ist ja egal. Es sollte ja auch schnell wieder zurückerobern sein. Blablabla. Ah, die Burg war's, ja. Kommt, Leute, alle mal drauf da. Es sollte ja wohl zack, zack gehen. Ich geh mal schnell in Deckung. Einfach volle Kanne drauf. 96 und alles nur Mischmasch-Truppen. Ja. Keine Sergeants mehr. Weil es 10 Jahre dauert. 0 auf 15 Verteidiger. Keine Scharfschützen. So wie Garnisonstruppen auch aussehen sollten. Ah, ist kurzer Prozess. Das ist schnell vorbei hier. Ja, wir haben auch zwei Leitern. Ich meine, was soll da schon schief gehen? Und dann sind die Rodox endlich Geschichte. Wenn wir den nicht hier Color verlieren. Würden wir ja gerne mitmachen, aber es sind beide Leitern besetzt. Ah, jetzt sind wir drauf. Verteilt euch. Tötet sie. Tötet sie. Stehe ich auf der Leiter, wenn ich mich beschwere, dass immer andere draufstehen, aber ist ja egal, ich bin ja der König. Toll, wenn es eine Kronenrüstung geben würde. War's das? Wo strömen sie denn hin? Ins Turmhaus? Ach, da ist einer hinter wahrscheinlich. Nee, sag nicht, in der Mauer. Er ist tot. Wie viele passen da wohl rein? Was denkt ihr? Kommen die irgendwo wieder raus? Ach, jetzt gehen sie auf den Turm hoch. Ach ja. Wer sind denn noch da oben? Na endlich. Wir haben es geschafft. Guck mal, die jubeln auch. Woo! Ja. Das war die letzte Burg der Lappen. Jetzt müssen wir die Kala schnell verteidigen. So, wem gehörte die Burg? Ist einer von euch verloren? Ja? Gut, dann gehört die Burg jetzt. Wem auch immer. Bei Herr Tonju. Ola. Xavi. Boah, jetzt hat... Ja, guck mal. Tut mir leid, ich wollte ja, dass das irgendwie... Ich wusste ja nicht mehr, wem die gehört. Hast du selber Schuld verloren, kriegt ein anderer. Jetzt müssen nur noch die Lords besiegt werden. Was ist denn hier los? Du da zum Beispiel. So, ergebt euch oder sterbt. Da oben sind sie. Holt sie euch, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Meine Streiter und Streiterinnen. Bogenschützen hier hin, bitte. Gucken, ob die schon reichen. Ich glaube nicht. Ach, könnte sein, doch. Ach komm, wir machen auch mit, was soll's. Das sind die letzten offiziellen Rodox. Danach sind sie nur noch Inkognito-Rodox. Ah, Mist, das gibt's doch nicht. Hier ist ein Schwaden, guck mal. Exilschwaden. Exilschwadlappen. Boah, ja. Die Bogenschützen, Alter. Genau so.
Wow. Sklaventreiber? Ne, ein Gebirgsbandit. Hä? Oh. Gibt's doch nicht. Geht doch. Das war der. So, dann überall nur noch Reste. Reste töten. Schon wieder, habe ich ja eben schon mal gesagt. Aber jetzt wirklich, vielleicht, hoffentlich. Wir werden sehen. Ah. So. Ich meine, jetzt können sie nur noch Frieden schließen. Wir lassen den Krieg aber laufen mit denen. Also ich glaube, bis der letzte Lord vernichtet ist, ne? Solange existieren die ja. Und die meisten... Der König muss ja auch irgendwo sein. Er steht vielleicht nur noch rum oder will vielleicht noch irgendwas zurückerobern. Ba-ba, dam, 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 dam. Wir lassen den Krieg einfach laufen. Damit meine die auch killen, wenn sie die sehen. Darum geht's halt auch. Komm, wir laufen mal hier rum. Lass mal Yelkala einkaufen gehen. Kriegsbeute in Gold umtauschen. Boah, und als nächstes gibt's Wüstengemetzel. Geil. Freue ich mich schon drauf. Oder ich verdonnere es. Wir werden sehen. Komm, das Brot nehmen wir auch noch mit. Obwohl es von uns noch, ist noch angefressen, aber ist egal. So, los geht's. Irgendwo müssen ja noch bestimmt welche rumeiern. Haben eigentlich Saranin haben auch Krieg gegen... Da war noch einer, glaube ich. Oder war der nur gelb? Ja. Die Frage, entweder gehe ich jetzt Burg Almera und Burg Yamnitsche einnehmen und kämpfe mich bei Jaritz hoch, oder ich hole mir erstmal Halma und Burg Unnutzdak. Oh Mann, dass wir das mit den, dass wir die haben, ne? Das war zum Kotzen. Ich wollte nämlich keinen Bock auf die Rodox. Und jetzt haben wir nur noch die Saaniden, Gott sei Dank. Aha, ja, ja, kämpft gegen Banditen. Ah, ich glaube, das war's. Da ist nichts mehr. Da. Wo auch immer das sein mag. Ja, keine Ahnung. Komm, ich geh mal zurück nach Dehirim. Und warten da mal. Ja, und dann hätten wir Krieg gegen die, Saraniden. Und das Erste, was ich dann im Ersten Krieg mache, ist wahrscheinlich größtenteils große Feldschlachten, damit ich den ihrer Armee mal in Grund und Boden ballere. Sonst haben wir ein Riesenproblem mit verlustreichen Verlusten an Burgen. Der letzte Krieg gegen die Saraniden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ungefähr. Oder 16 Bogenschlachten noch. Belagerung, Entschuldigung. Bogenschlachten. Bin mal gespannt, wann die jetzt eigentlich verloren haben. So, die Dehirim und warten. Wir könnten ausbilden. Emir Knuder wünscht euch zu informieren, dass die Vorbereitungen für eure Hochzeit in Burg Maliuk abgeschlossen sind. Ach Gott sei Dank. In Burg Maliuk. Wo ist denn die? Die kommt mir doch bekannt vor. Burg Maliuk. War die nicht hier irgendwo? Bei uns? Endlich. Burg. Endlich. Jetzt. Es ging auch nur, nachdem wir die Rodox in die Rodox niedergemacht haben, oder? Burg Maliuk. Warte, es müsste doch hier stehen. Maliuk. Machen wir es hier. Warte, machen. So. Na, Entschuldigung. Hier. Orte.
Pokémon. Ach, die haben das eingenommen. Wann haben die das denn wieder geschafft? So, jetzt heiraten wir erstmal Gudrun. Vielleicht ist ja dann Knuder so frei, bei uns mitzumachen. Ich habe Burg Knuder die ganze Zeit schon aufgewärmt. So, auf geht's. Gehen wir heiraten, oder? Los geht's. Treffen wir jemanden. Oh je, das sind ja alle. Hier seid ihr alle. Ich werde euch bald alle obdachlos machen. Da ist er. Gut, euch wiederzusehen, alter Mann von Gottwalter. Der Himmel ist ein Zeuge, dass ich bereit bin, euch meine Tochter Dame Gudrun zum Hochzeitsgeschenk zu machen. Ich gelobe dasselbe, lasst Mann und Frau sein. Tada, verheiratet. Ihr erlangt das Herrschaftsrecht. Dame Gudrun, Beziehung zu Emir, Reamal, Knuda, Gerlat, Elif. Ja. 0 auf 1 bei einem nur. Ah, hier. Ach, ist schon wieder die gleiche. Ich glaube, das war Katrin. Freut sich auch, dass ich endlich wieder verheiratet bin. Zweite Ehe. Sieht genau aus wie Katrin. Da hinten ist der Shavi und Matheld. Guck, wie cool ist das denn? Die ganzen Lords von mir. So, der große König Aldemar ist wieder. Das ist die beste Szene in ganzen Mount & Blade Warbands. Eine bessere Cutscene findest du nicht. Das ist die einzige Cutscene, die du hast. Ich habe noch nie eine andere gesehen. Ich dachte, am Schluss bekommt man mal eine Cutscene. So, Gelage anschließen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob Knuda sich mir mal anschließt. Das wäre natürlich super. Oder ob sie mir jetzt automatisch angeschlossen sind. Weil ich bin ja ein König. Sie sind nicht mehr hier. Doch, da ist er, Knuda. Knuddela! Nun, Alter, mal Gott, Walter. Auf Gesundheit her mögt ihr lange herrschen. Bla, bla, bla. Na gut, komm, dann gehen wir jetzt hier raus. Wir sind verheiratet. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt mal Emira ablösen und meine Frau da einsetzen. Als Kanzlerin. Aber nicht mehr mit in den Kampf nehmen. Das ist wichtig. Das geht uns immer nur schief. Oder wir nehmen sie mit. Nee, wir lassen sie in der Burg, weil wir brauchen ja auch Gelage. Da ist sie auch. Ah. Dame Gudrun. Ach, die ist einfach nur Dame dann, ja? Ich musste noch nicht mal zur Kanzlerin machen. Würdet ihr mir etwas Brot kaufen? Geh Brot kaufen. Mein Fürst, ihr wollt zweites Zwitschern in Freiheit, die Schaffin freien Matheld gewahrt. Ihr Einheit des Reiches gefährdet. Vielleicht könnt ihr euch, okay, ich muss wohl an sich, ich muss die wohl vertragen. Das gibt's doch nicht. Sonst einen hier? Nee, ne? Komm, wir müssen nochmal die Schatzkammer plündern. Und ich muss nochmal rekrutieren, bevor jetzt der nächste Krieg losgeht. Machen wir mal. Wir brauchen Manpower. Weil die lassen sich echt am schnellsten ausbilden. Aber den Nord sieht's. Die haben halt direkt Kettenhemden und so. Kann ich noch einen? Ich brauche noch Swaden. Ah, scheiße. Garnison. Oh, halt. Garnison. Alles einlagern. An Material, an Menschen. Und dann müssen wir eigentlich Mamelucken nehmen wir mit, glaube ich. Ach ne, erstmal alles einsortieren. Vielleicht warte ich ein bisschen, bevor wir in den Krieg gehen, weil das Problem ist jetzt, dass viele Burgen eventuell zu wenig Garnison haben. Aber ich will ja sowieso Leute jagen, also will ich, dass sie Burgen angreifen. Wir müssten aber jetzt mal Burg Malior holen, weil es ist jetzt schon ein bisschen blöd, dass sie den Sachen hingehört. Aber ich will doch gerne wissen, wann die das gemacht haben wollen. Ich hatte doch ewig keinen Krieg mehr gegen die und ich hatte die auch zurückerobert, oder nicht? Meine Güte, so einzelne, nur einzelne Zeugs hier.
So. Alter, Tischlein, deck dich. Was ist los? Endlich, da, Horizont. Oh. So, Kergitenreiter. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Eigentlich finde ich, die schwadischen Ritter sind super, aber das sind die hässlichsten. Das ist das Ding. Komm, Klingenschwestern, wir räumen mal hier richtig auf. Oh ja, Landskriegskavallerie, Mameluk nehmen wir auch mit. Die zweithässlichsten. Von den aufsehenden Sklavendingern habe ich echt nicht mehr viel. Ich hatte mal viele. Hatte! Das sind die Ritter. Lanzenreiter. Den Rest füllen wir auf mit den Rittern oder wollen wir mal die swadischen haben wir kaum noch. Müssen wir noch mal rekrutieren, hä? Sehr gut, so muss das sein. Marktplatz. So, und warten. Ach, Mattheld und Dingensbummens, ne? Wo ist sie denn? Ach, wahrscheinlich sind bei Kuda an die Schavi. Gehen wir mal gucken. Da, Maliok. Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss mal diese blöden... Was ist denn da los? Wann haben die denn Vercek eingenommen? Was ist denn da los? Wie bitte? Wann haben die denn Vercek eingenommen? Haben die das... Das kann doch gar nicht sein... Im Ernst? Oh, scheiße. Ihr müsst leiden. Es wird ein Kampf bei Nacht und es wird der größte... 505 Truppen, es sind alle hier. Jetzt wird es zu Ende gebracht, ist mir egal. Da kommen sie schon, Alter. Was ein Gemetzel, das wird übel werden hier. Wann haben die das denn gemacht? Wie lange sind die denn da schon? Ist das jetzt auf einmal passiert? Angriff. Angriff. Und ich habe nur Kavallerie dabei. Das wird ein Fest. Die haben nämlich nur Bauern, so wie ich die kenne. Im Mondlicht. Ein Schlachtfest. Treib sie aus die Wälder. Aus den Wäldern raus. Treib sie aus die Wälder. Ich muss jetzt auf jeden Fall die ganze Nacht kämpfen. Es wird bekannt als der blutige Vollmond. Der blutige Vollmond. Das war's schon wahrscheinlich. Nummer 1, da sind noch 3. Da kommen neue. Na, wirst du wohl. Gibt's doch nicht. Ich werde alt und fett. Der König. Ich treffe kaum noch. An meinem Höhepunkt. Sonst, was weiß ich, wie viele Leute abgeschlachtet. Kunu Bauern. Bleiben meine Leute, es gibt's doch nicht. Oh Mann, ey. Wann haben die denn Vercek eingenommen? Das fasse ich nicht. Wie lange schon? Habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen? Alter. Na, jetzt bin ich noch tot. Kommt Verstärkung.
Echt, habe ich so viele verloren, dass jetzt Verstärkung kommen muss? Was? Oder die waren alle irgendwas am Jagen, das kann auch sein. Oh Mann, übel. Immerhin können wir es jetzt hier zu Ende bringen. Ich muss gleich direkt mal nach Verstärkung im Reich rufen. Und ich nehme die gleich alle gefangen. Glaub mir, die werden alle gefangen genommen. Alle, die gehen. Ach, egal. Ich kann es auch wieder freilassen. Ist auch egal, aber... Ich habe halt so viel Ehre. Ich will, dass sie sich alle mir anschließen. Das haben wir gewonnen. Und nochmal 242. Ja, geht einfach alle rein. Volle Kanne. Mir egal. Es sind zwar nur 100, aber sie reiten und schießen wie 1000. Die wilde Horde. Da sind sie ja schon. Bauern. Bauern mit Mistgabeln. Macht sie alle nieder. Macht sie alle nieder. Alter, ich will endlich mal in die Wüste. So, das muss aber jetzt mal gewesen sein. Oh, das war das. Zwei Verwundete, okay, wow. Okay. Wir mit. Okay, jetzt erstmal Firenzes. Bitte, Firenzes, hol mir Verstärkung. Das gibt's doch nicht, irgendwie. So, belager die Stadt. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele das sind, ist mir auch egal. Warten bis morgen, gucken, wer so kommt. Ich könnte angreifen, aber ich warte lieber. Muss da noch irgendjemand kommen jetzt? Ich höre auf jeden Fall ein paar. Aha. Graf Tonju. Sehr schön. Den habe ich doch tonnenweise Truppen gegeben. Machen wir die mal platt jetzt hier. Oh oh. Bleibt dann mal hier an der Mauer stehen, ne? Ach, wir müssen angreifen. Mit der Kavallerie. Egal, wie viele Bogenschützen das jetzt sind. Wir wissen, wie viele Grafen auch noch hier in der Burg hängen. Oh oh. Haha! Arsch.
Nix da, Freundchen. Okay, sollte doch wohl... Alter, das ist... Das gibt's ja nicht. Ich glaube, die fallen nur um wegen Bogenschützen. Und Arm muss schützen und... Alters. Da muss ja einiges oben stehen. Keine Gnade. Keine Gnade. Nix da. Es reicht mit dieser Pest. Die muss enden. Restlos. Enden hängen welche fest. Der ist tot. Noch einer. Die sind auch tot. Sind wir jetzt oben oder nicht? Scheint nicht. Nicht wirklich. Boah, da fliegt Zeug rum. Ich sehe das bis hier. Oh, oh. Was war das denn? Oh, da oben. Kommt, Leute. Angriff. Haha, guck mal. Das Clown aufs Leer. Ich hol mir Beute. Ja, dann sind wir gleich oben. Dann haben wir die platt. Und dann hoffentlich ist es dann mal irgendwann vorbei. Wie auch, welcher Trottel auch immer Wertcheck verloren hat. Im Ernst. Was für ein... Ehemals Hauptstadt des zweiten, ersten Versuches, unabhängiges Reich zu haben. Ja, einer nach dem anderen, bitte. Mann, Tonio hat so viele Leute. Komm, ich muss schon mal hinterher gehen, so ist nicht. Ich muss jetzt mal nach da oben. Ja, das ist alles. Ich will nicht wissen, wie viele Lords denn in der Burg hocken. Keine Pfeile? Schade. Oh Mann, wie oft habe ich diese Burg schon bekämpft? Umkämpft? Wir haben keine Fernkämpfer. Komm, Bogenschützen. Oh Mann. Tonio hat auch Bauern dabei. Es ist nur noch ein Durchgehacke. Nur noch ein Durchgehacke. Ich muss zu den Pfeilen, Leute. Auch wenigstens einen. Habt ihr noch Pfeile? Oh, oh nein, es tut mir leid. Es ist mir einfach in den Fingern gerutscht. 15. Guck mich so erbost. Gibt's ja nicht.
Okay. Ah. Oh Mann, ey. Aber es ist nicht mehr viel. Haben wir gleich geschafft, Gott sei Dank. Hoffentlich. Sag niemals nie. Aber es ist keiner übergelaufen, oder? Warum die Burg haben? Das glaube ich nicht, ne? Mein Gott, Walter, komm schon. Dum, 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 dum. Na endlich! Bitte lass das jetzt das Ende von denen gewesen sein. Okay. Boah, 19! So. Zwei Stadt, drei Stadt. Wer kriegt's denn? Der Tonju. Tonju, kriegst noch ein... Du hast mitgemacht. Kriegst das. Bitteschön. Wieder Heususen. So, da haben wir jetzt noch ein paar. Die müssen jetzt auch noch weg. Aber ich höre es mal auf. Leute, wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Mountain Blade Warbands. Ich gucke jetzt mal, dass ich die hier selber töte und dann, ja, war es das hoffentlich mit den blöden Ländereien der Rodok. Es gibt's doch nicht. Also bis dahin, wie immer, haut rein.